habe, die Fragen jetzt zu beantworten. Sehr gerne. So, ihr habt mal in einem Interview gesagt, dass ihr mit euren Songs die Geschichten unserer Generation beschreiben wollt oder auch erzählt. Ja. Was macht denn unsere oder eure Generation aus? Das ist jetzt so schnell gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall ein Merkmal, was wir auch auf unserem Album immer in Bewegung groß thematisiert wird, ist diese Rastlosigkeit. Also wir sind in einem Zeitalter, wo wir immer alle jederzeit erreichbar sind, sei es jetzt per Smartphone oder Internet, Handy, alles rauf und runter. Man kommt schwer zur Ruhe. Und ich glaube, das ist so ein Merkmal unserer Generation. Und das hat auch auf dem Album in dem einen oder anderen Song Platz gefunden. Wir haben uns da ein bisschen Gedanken gemacht und das thematisiert. Ja. Würde ich sagen. Fällt dir noch was ein? Naja, allgemein kann man sagen, wir sind einfach älter geworden natürlich. Das bleibt ja zwangsläufig nicht aus und wir haben einfach andere Themen inzwischen als mit Anfang 20. Man wird, glaube ich, etwas reflektierter, etwas ruhiger und wir können uns auch mal so einen kleinen Rückblick erlauben. Das heißt, einfach auch mal vergleichen, so was hat sich bei uns geändert, das wird oft thematisiert und insofern ja, sind die Themen eben anders als noch vor 10 Jahren. Ihr sprecht da gerade zwei Sachen ein. Einmal du mit der Rastlosigkeit und vor allem auch Facebook. Wenn man jetzt sagt, man hat Tausende und Abertausende von Freunden auf Facebook, das ist ja nicht wirklich eine Freundschaft. Was ist, und dann fühlt man sich auch gewissermaßen einsam und allein. Was ist für euch der große Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein in dem Zusammenhang? Also ich habe das ehrlich gesagt nie in Zusammenhang gebracht mit wirklicher Freundschaft. Also klar, bei Facebook hat man so Bekanntschaften. Das muss auch für sich jeder für sich selber natürlich festlegen, wen er annimmt oder nicht. Also ich nehme bei Facebook zum Beispiel nur Leute an, die ich persönlich kenne. Ich will jetzt nicht so eine private Facebook-Seite, wo ich sage, okay, jeder, der mich anfragt, wird auch angenommen. Dafür gibt es dann sowas wie Fanprofile oder so, wo man dann eben News verbreiten möchte oder den Fans ein bisschen was geben möchte. So, was machen wir gerade, was ist so los in unserem Leben? Aber das ist natürlich nicht ganz so die private Seite. Und bei meiner privaten Seite ist es dann halt einfach so, da sind nur Freunde oder zumindest Bekannte, die ich auch persönlich mal getroffen habe. Und insofern glaube ich, gibt es bei mir gar nicht so diesen Zwiespalt, den du da beschreibst gerade. Mir geht es da ähnlich. Also ich glaube, Freundschaften, die entstehen jetzt nicht im Internet mal eben kurz so, indem man auf irgendeinen Button klickt. Deswegen, wir alle haben, glaube ich, viele Freunde noch in Hamburg, die wir über Jahre kennen. Das sind gewachsene Freundschaften und dieser Begriff Freundschaft im Zusammenhang mit Social Media ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Also klar, man connectet sich da und mir geht es da wie Nils. Also ich kenne die Leute dann auch schon, wenn ich sie annehme, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles meine Freunde sind. Um nochmal einen Schritt zurückzukommen, du hast ja auch gesagt, dass ihr sehr viel reifer geworden seid, erwachsener, reflektierter. Wenn wir jetzt ins Jahr 2005 nochmal zurückgehen würden, gäbe es da etwas, oder was ihr anders machen würdet, oder würdet ihr was anders machen? Also ich glaube nicht, dass wir jetzt groß irgendwas anders machen würden. Wir sind jetzt hier angekommen, weil wir genau die Sachen damals gemacht haben und wir sind sehr glücklich mit dem, was wir jetzt haben und auch den Weg, den wir gegangen sind. Klar, im Nachhinein ist das eine oder andere vielleicht nicht mehr jetzt so, wie wir es jetzt aktuell machen würden. Aber es ist halt eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Und da ist jetzt nichts dabei, für das wir uns schämen oder so. Also ich glaube, das ist in jedem Leben so. Man durchläuft Phasen und verändert sich ein bisschen. Aber wir sind sehr glücklich mit dem. Auch jedes Album steht für so eine bestimmte Phase, in der wir waren. Und immer in Bewegung ist halt das, wo wir jetzt mit Mitte 30 angekommen sind. Wie steht ihr zu moralischen Songtexten? Oder dürfen Songtexte die Moralkeule schwingen? Naja, man ist ja auch ein politischer Mensch natürlich. Also ich glaube, es gibt viele Themen, wo man sich auch zu äußern sollte. Bei uns ist es jetzt aber so, dass wir das, glaube ich, dezent tun. Also wir haben schon unsere Meinung und geben auch in Interviews gerne mal was preis und beziehen Stellung. Und ab und zu wird auch in Songtexten mal was angerissen. Aber wir verstehen uns jetzt nicht als rein politische Band sozusagen. Also bei uns muss sich jetzt nicht jeder Songtext auch irgendwie gesellschaftskritisch sein oder sonst was, sondern manchmal sind halt Themen, die uns allgemein bewegen im Leben. Da ist dann sowas bei wie Gentrifizierung, was uns dann aufregt. Da gibt es dann den Song Bands deiner Jugend, der sich damit befasst. Natürlich ist das auch eine Gesellschaftskritik, aber dann gibt es genauso gut auch Liebestexte oder irgendwelche Begebenheiten, denen wir so im Leben begegnen. Und insofern, glaube ich, ist das eine ganz runde Mischung. Aber wir wollen uns auch nicht komplett rausziehen. Genau. Gerade zu dem Thema, ihr habt ja auch mit der GQ die Mundpropaganda eben gemacht. Und wie politisch darf denn dann Musik überhaupt noch werden? Falls, gibt es da Grenzen, die ihr setzen würdet?
Ich glaube, das ist so ein bisschen jedem selbst überlassen, wie weit er gehen möchte. Ich persönlich finde, dass bestimmte Themen so komplex sind, dass es schwierig ist, die in einem Songtext kurz mal so abzuhandeln. Es ist meiner Meinung nach nicht so einfach. Deswegen, Nils hat es ja eben schon gesagt, wir beziehen schon Stellung, wenn wir gefragt werden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die überpolitische Band sind. Genau. Ihr habt auch mal eingehend über klassische Musik geredet und vor allem in der Musikwissenschaft wird der Tenor laut, dass Leute klassische Musik nur hören dürfen, wenn sie eine klassische Ausbildung haben, beziehungsweise diese Musik nur dann bewerten dürfen, können, sollen, wenn sie eben diese klassische Ausbildung vorher haben. Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Das höre ich jetzt zum ersten Mal, aber das finde ich relativ schwachsinnig, weil also man hört ja Musik, weil sie einem gefällt, nicht weil man unbedingt im Detail verstehen muss, was da jetzt abläuft musikalisch. Deswegen würde ich so nicht unterschreiben. Ich finde auch, Musik ist in erster Linie ein Gefühl, was da erzeugt wird, wenn man Musik hört. Und ich glaube nicht, dass man da eine besondere Bildung braucht, um jetzt mehr Musik verstehen zu können. Natürlich vereinfacht es manchmal, dass man vielleicht Sachen, man kann vielleicht eher erkennen, wann Musik jetzt besonders schwierig zu spielen ist, zum Beispiel, wenn man vielleicht etwas gebildeter ist in dem Bereich, also das heißt irgendwie eine Musikausbildung hat oder irgendwas. Aber trotzdem ist es ja nicht essentiell dafür, ob einem etwas gefällt oder nicht. Also es gibt natürlich die Leute, die denen Sachen erst gefallen, wenn sie technisch sehr anspruchsvoll sind. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber wenn es um das reine Gefühl geht, also was Musik jetzt bei mir an Emotionen auslöst, wenn ich es höre, dafür brauche ich, glaube ich, nicht ein Studium oder irgendwas abgeschlossen zu haben in dem Bereich. Ja, also das wäre ja auch so, wenn ich jetzt irgendwie Musik auf Französisch höre, ich spreche kein Französisch, dann darf ich das auch nicht hören, oder? Also es ist irgendwie, finde ich, nicht richtig. Also es ist ein Gefühl, was man damit verbindet, egal ob man jetzt bis ins letzte Detail versteht, was passiert. Ja, das ist eben diese Meinung, die da gesagt wird, zum Beispiel, wenn es wirklich um diese klassischen Komponisten geht. Wer sagt das? Das ist in der Musikwissen, ja. Krass. Und nicht alle. Es ist ein großer Teil derer, die das eben sagen, und wenn es zum Beispiel wirklich um Komponisten wie Bach, Wagner, also wirklich diese ganzen, in Anführungsstrichen jetzt wirklich klassischen Leute geht, die jetzt zwar, okay, Romantik und Barock haben, da sagen sie halt, okay, jemand darf eben eine Passion oder eben eine Symphonie halt eben dann nur hören und bewerten, eben dieses Bewerten, wenn man eben davon auch die Ahnung hat, ansonsten ist man quasi in dem Bereich dumm. Ich finde ehrlich gesagt ein ganz schön elitäres Denken, dass man auch versucht, Leute da auszuschließen in irgendeiner Form, und das kann ich überhaupt nicht unterstützen. Kommen wir mal noch ein bisschen auch zu eurer Musik. Ihr habt eben auch schon gesagt, dass ihr euch sehr viel weiterentwickelt habt, und was ist eurer Meinung nach dann, wenn ihr nochmal das alles retrospektiv betrachtet, die größte Weiterentwicklung, abgesehen davon, dass ihr ruhiger geworden seid, erwachsener und reflektierter? Jetzt nur auf die Musik abgesehen bezogen. Abgesehen davon, das ist ja jetzt schon relativ viel, was du da aufzählst. Jetzt nur auf die Musik bezogen, jetzt, wenn man das Musikalische mal hernimmt. Also musikalisch und textlich kann ich ja darauf eingehen, das kann man ja noch unterscheiden. Ich glaube, insgesamt sind wir thematisch ein bisschen entspannter geworden oft, also dass man vielleicht Sachen inhaltlich vielleicht dann manchmal nicht mehr ganz so kritisch sieht oder vielleicht auch mal fünfe gerade lassen kann, also nicht mehr ganz so verbissen ist, was einige Themen angeht, ohne jetzt aber das zu verlieren, worüber ich eben gesprochen habe, dass wir trotzdem natürlich auch noch politische Menschen sind. Und musikalisch ist es einfach so, dass wir mehr und mehr uns ein bisschen von diesem Breitband-Gitarrenrock entfernt haben, der so voll auf die 12 geht, was wir einfach vor 10 Jahren gemacht haben, was auch damals natürlich Zeitgeist war und was wir auch gerne gehört und gemacht haben, was wir auch immer noch gut finden, aber eben, man will sich auch ein bisschen weiterentwickeln und man hat neue Einflüsse, man lernt neue Bands kennen, man, keine Ahnung, hört selber andere Musik und lässt sich davon auch inspirieren und hat dann eben auch Lust, eine Entwicklung durchzumachen. Und ich glaube, es ist alles melodielastiger geworden, es sind größere Popsongs einfach geworden, glaube ich, sehr viel mehr ausgecheckt im Detail auch. Also wir haben uns sehr, sehr viel Zeit genommen, in sehr viel Arrangement-Blöcken, die Songs immer weiter und weiter auf den Punkt voranzubringen und immer weiter zu verbessern. Und ich glaube, das hört man auf dem Album einfach, dass es viel, viel detailverliebter ist als vorher. Wenn wir nochmal zurückkommen auf den Titel des Albums auch, Immer in Bewegung, was passiert bei euch, wenn ihr stagniert? Was macht ihr dagegen? Ich glaube, wir sind immer relativ offen auch für andere Musik gewesen. Also
wir versuchen, Einflüsse von außen aufzugreifen. Jetzt beim aktuellen Album haben wir auch das erste Mal mit einem Produzenten, der musikalisch eingegriffen hat, zusammengearbeitet. Das war früher auch nicht unbedingt so denkbar. Also da haben wir sehr, sehr so auf uns geschaut und uns da ein bisschen, ja, sind so im eigenen Saft, haben im eigenen Saft gekocht die ganze Zeit. Und mit Philipp Steinke haben wir jemanden ins Boot geholt, der das erste Mal von der musikalischen Seite kam. Also sonst hatten wir eher Engineers, die unsere Platten mitproduziert haben. Und Philipp hat sehr viele Songs doch nochmal komplett umgekrempelt. Und ich glaube, diesen Schritt, dass wir das zulassen, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, der früher vielleicht nicht so denkbar war und der jetzt auf jeden Fall neu ist bei uns. Mhm. Gäbe es einen Film, der eure Bandgeschichte beschreiben würde? Ein Film, der unsere Bandgeschichte? Ich glaube nicht. Ich glaube, jede Bandgeschichte verläuft ein bisschen anders. Deswegen kann man jetzt schwer sagen, der Film spiegelt genau das wieder, was bei uns passiert ist. Also, fällt mir jetzt ehrlich gesagt keiner ein. Dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann habt ihr einen gefunden. Oder einen gedreht. Was hat 2014 noch, was erwartet die Fans noch 2014 von euch? Wir sind ja jetzt gerade erstmal auf Tour, immer in Bewegung Tour. Und da sind glücklicherweise die ganzen Dates ausverkauft, was uns sehr freut. Und wir sind dann im Sommer auf einigen Festivals unterwegs. Wen es interessiert und wer vorbeischauen möchte, gerne mal auf revolverheld.de schauen. Im Herbst wird es dann noch einen zweiten Teil der Tour geben. Da sind die ersten Dates jetzt auch auf unserer Seite schon zu sehen. Also da wird live auf jeden Fall viel passieren. Vielen, vielen Dank für das Interview und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und heute Abend viel Spaß beim Konzert. Dankeschön. Danke.